Eines ist bemerkenswert und gilt für beide Traditionsteams. Da hast du die schlechteste Saison seit 22, Borussia Bamberg, oder seit 13 Jahren, Medi Bayreuth. Und dennoch, die Fans stehen hinter den Mannschaften. Und auch wenn es durchaus berechtigte Kritik gibt, die auch geäußert wird, gibt es fairen Applaus und versöhnlichen Abschied. Klar, wir haben super Fans. Sie haben uns die ganze Jahr über toll unterstützt, egal wie es lief, ob es mal gut lief, ob es schlecht lief. Der Verein mit diesen Fans, mit dieser Unterstützung hat definitiv Potenzial, auch wieder erstklassig zu werden. Bamberg verabschiedet seine Spieler in die Sommerpause. Wer bleiben wird, ist in weiten Teilen ungewiss. Chris Senkfelder und Patrick Heckmann werden in der nächsten Saison das Bamberg-Trikot tragen. Sie haben Verträge und sind wichtige Integrationsfiguren. Ihre Autogramme nach wie vor. Begehrt. Ja, es geht immer noch durch den Kopf, einzelne Fehler, die gemacht wurden, die ich gemacht habe, das nervt und das will man natürlich verbessern oder man macht sich Gedanken darum, wie man das abstellen kann oder was man da ändern müsste und hoffentlich wird es nächstes Jahr besser und nicht so laufen. Jetzt geht es in Bamberg darum, an einer neuen Struktur zu stricken, neue Gesellschafter zu finden. Gespräche laufen, Tendenz positiv. In Bayreuth sind diese neuen Gesellschafter gefunden, 19 an der Zahl. Sie bringen überhaupt erst den Bayreuther Basketball in die Zukunft. Die hat gewackelt, aber jetzt kann geplant werden. Für die neue, die zweite Liga, für eine neue Zeit. Auch wenn es nicht leicht wird. Nee, definitiv einfach nicht. Aber also die größte Stärke ist vielleicht auch die größte Schwäche. Aber da ist es einfach meine Aufgabe, dieses große Wissen und das große Netzwerk dahinter einfach zu nutzen, die Stärken von jedem rauszuziehen. Der neue Geschäftsführer Friedrich Hartung aber sieht in dem Neubeginn auch Chancen. Der sprichwörtliche Zauber ist diesem Anfang nicht inne. Dazu ist die Enttäuschung über den Abstieg zu groß. Aber aus gemachten Fehlern lernen und stabil vorwärts gehen, das hat er als Ziel für Bayreuth schon. Ich denke, wir können viele Zuschauer auch für die zweite Liga begeistern und deshalb freuen wir uns jetzt auf die neue Herausforderung und müssen die Situation nehmen, wie sie ist. Bayreuth und Bamberg, beide hatten eine Saison zum Vergessen. Ab jetzt kann es eigentlich nur besser werden.